Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Chef Läuf. Läuf? Live! Wir setzen heute Fleisch auf die Karte, denn Dingsybumsi hier, Adele, die muss ja noch ein bisschen was kochen, ne? Und zwar Bœuf Bourguignon. Was waren einfach herzustellen? Die Carpaccio, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, die Carpaccio können wir schon direkt so vorbereiten. Die wird unser Tagesgericht. So, dann Bœuf Bourguignon gibt es auf jeden Fall noch. Und die Rinder-Tatar kommt auch mit drauf. Also wir haben heute so ein bisschen eher Restaurantküche im Angebot, aber deftig. Ja, seht ihr, deftig ist nämlich das hier mit den Schinken. Schauen wir mal. 14 Fleisch brauche ich dafür. Ich habe keine 14 Fleisch. Wo soll ich 14 Fleisch herkriegen? Ich schau mal, wie viel Fleisch habe ich denn? Das ist, glaube ich, mein Fleisch, ne? Okay, ich habe 6 Fleisch. Ja, nee. Ja, ist okay. So, dann bestellen wir erstmal Dinge. Leckere Dinge. Also Fleisch. Ich brauche heute 14, muss also mindestens. Ja, kommt. Ich bestelle einfach 10 Fleisch. Das werden wir dann halt demnächst wieder richten irgendwie. Fisch brauche ich heute nicht. Das passt. Hiervon bestelle ich einfach mal 8. Also alles, was ich heute raushaue im Prinzip. Hiervon bestellen wir auch 8. Ja, dann passt das hoffentlich. Auch teuer genug, ne? Ja, dann habe ich noch ein bisschen was morgen übrig. Außer, ja, vom Fisch auch. Okay, gut. So, und dann schauen wir mal. Achso, ganz kleinen Moment, bitte. So, jetzt kann es weitergehen. Ich habe hier nämlich meine Notiz aufgemacht, was die gute Frau alles kochen muss. Und dann schauen wir nämlich mal, ob wurde denn hier, genau, Rindersteak und Rindfleisch und Kartoffeln hier nochmal für euch die Liste. Wurde schon abgehakt, wunderbar. So, und dann können wir uns ja so lang nochmal anschauen, was wir heute machen. Also Rinder-Carpaccio, ne? Die kann man dann einfach so, genau, komplett in den Kühlschrank stellen. Irgendwie. Das wird, glaube ich, ganz cool. Rinder-Carpaccio machen. Da können wir uns wahrscheinlich auch irgendwie was. Genau, mageres Rindfleisch sollen wir uns schneiden lassen, ne? Chef, I've delivered your order. Wunderbar. Also ich weiß gar nicht, was ich dann vorbereiten soll, ehrlich gesagt, bis die beiden da sind. Denn sie soll mir ja bei allem helfen, im Prinzip. Aber wir können mal gucken, wie viel wir brauchen von dem einzelnen Zeug. Also dann können wir morgen wieder eine ausgewogene Karte machen. Ach, wollen wir eigentlich irgendwas verbessern? Das wäre vielleicht. Damit könnte ich ja anfangen, oder? Haben wir irgendwas, was wir verbessern wollen noch oder was wir testkochen wollen? Ah ja, klar, die Dorade. Leute, wir wollen doch Dorade machen. So, Rindfleisch und Kartoffeln können wir auch aufwerten schon. Wollen wir das mal machen? Côte de Bœuf, Waldpilzsoße und gedünstete Kartoffeln. Dein Ernst? Okay, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein bisschen aufwendig aussieht, aber das sieht ein bisschen aufwendig aus, ne? Ich nehme mal hier alles für die Dorade mit. Ich hefte das mal gerade an. Achso, ich kann ja mehrere Sachen anheften, ne? Rindfleisch und Kartoffeln sind das ja auch, okay. Ich werde das mal auch anheften. So, und dann nehmen wir erstmal alles für die Dorade mit. Legen das wieder irgendwo wunderbar ab.
Das könnte ich ja sogar schon mal ein bisschen vorbereiten, wenn ich Bock drauf hätte. So, und das Côte de Bœuf, das sieht auch irgendwie super kompliziert aus, muss ich sagen. Okay, da brauche ich nur ein bisschen Knochen oder sowas. Kleines Fleisch quasi. So, Milch, Kartoffeln, weißer Champignon, okay, gut. Bouillon mit verschiedenem Gemüse und ein Bouquet Garni. Okay, also da müssen wir einfach wieder ein Dings machen. Rindermarkknochen und Côte de Bœuf. Okay, vielleicht wird das nicht zu kompliziert. Vielleicht. So, wir lösen die mal. Und dann schnappen wir uns mal die Dinge, die wir heute brauchen. Also ein Bœuf Bourguignon. Wie weit bereite ich das denn vor? Ich koche das hier. Okay, also Bœuf Bourguignon kann ich eigentlich schon vorbereiten, ne? Komplett. Das hefte ich mal an. Dankeschön. So, Rinder Carpaccio. Wie weit bereite ich das vor? Auch komplett eigentlich. Und was haben wir heute noch auf der Karte? Ach so, die Rinder Tartar. Da gibt es Pommes frites dazu. Da soll sie einfach nur Rindfleisch zum Wolfen eigentlich herstellen. Oh, das wird eine ganz traurige Nummer heute. Mageres Rindfleisch und Rinderragout. Hm. Wir gucken erstmal, wie viele ich brauche heute. Also Rinder Carpaccio 7, Bœuf Bourguignon, also so 8 oder sowas machen wir, ne? Bœuf Bourguignon. Machen wir 2 Portionen und bei der Rinder Tartar kommt, glaube ich, auch eins raus dann im Endeffekt. Kasim, bist du schon? Kasim putzt schon, okay, wunderbar. Okay, also ich bin mit der Rinder Carpaccio noch nicht so... Okay, bei der Rinder Carpaccio kommen 3 raus. Beim Bœuf Bourguignon kommen im Endeffekt auch 3 raus. Und bei der Rinder Tartar, da kommt echt nur 1 raus. Okay, gut, dann müssen wir ein bisschen... Ich brauche dich hier drüben. Also du fängst mit magerem Rindfleisch an und ich mache dann Parmesan, Zitronensaft und Zwiebel. Den hier brauche ich dafür, ne? Vielleicht lege ich mir auch erstmal alle Zutaten raus, die ich dafür brauche. Ist es schon fertig?
Okay, Chef. Understood, Chef. So, 3 brauche ich noch, ne? Rinder Carpaccio, wie viel wollte ich davon machen? 8 wollte ich davon machen. Dann machen wir mal noch 1. Und ich lege mir einfach nur die Zutaten erstmal irgendwo hin. Okay. So, noch einmal Parmesan, noch einmal Dings, noch einmal Zwiebel. Chef. So, dann brauche ich hier irgendeine Ablage dafür. Ich habe natürlich nicht genug Platz, um das alles irgendwo hinzulegen, ne? Oh, Stress. Weil das einfach so... super viele Sachen sind, die ich dafür brauche. Okay, und das Zeug hier muss ich ja auch irgendwo hinlegen. So, fürs Bœuf Bourguignon, das hefte ich mir einfach mal an. Ja, da brauchen wir Rinderragout. Ja, kannst du mir 7-mal Rinderragout machen? Soll sie das machen? Ja, Rinderragout. No problem, Chef. So, und ich suche mal den Rest raus. Da brauche ich nichts. Ich habe da auch ein... Oh, ich dachte, ich hätte es angeheftet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich brauche noch 3 davon. I'm on it, Chef. Don't blink or you'll miss it. Ich kann halt die... Ach, warte. Ich glaube, ich habe es verkackt, oder? So viel brauche ich davon gar nicht. Da kommen doch mehrere raus. Genau, ich brauche eigentlich nur 2-mal das ganze Zeug. Oh, toll. Naja, obwohl ich glaube, ich mache es 3-mal. Dann gehe ich hier auf Nummer sicher. So, dann hätte ich von ihr aber auch nicht so viel gebraucht dafür. I saw your last dish. It was great. You just keep improving every day. Ja, dann brauche ich hiervon nämlich auch nur 3, ne? Aber warte mal, ich brauche aber noch mehr Fleisch dafür. So, lösen und dann brauchen wir noch für die Rinder-Tatar. Wie viel kommen da raus? Ach, hier kommt immer nur 1 raus, warte mal. Und wie viel kommt dann bei der Carpaccio raus? Bei der Carpaccio kommen auch 3 raus. Okay, da brauche ich nicht so viele. Für die Tatar brauche ich viele.
So, da brauche ich also Rindfleisch zum Wolfen. Siebenmal. I'm on it, Chef. Don't blink or you'll miss it. So, den Rest packe ich wieder ein. Ah, den Rest kann ich nicht einpacken. Dann kommt es erstmal hier rein. Okay. So, dann muss ich damit irgendwie anfangen, ne? So, mal gucken, die Rinder-Tatar ist auf jeden Fall nicht unser Dings. Okay, gut. Also, wir machen 7-mal Rinder-Tatar. So, wie funktioniert das? Also, wir machen das Fleisch zu Hackfleisch. Wir schneiden uns Pommes auf jeden Fall. Trennen Eier und dann brauche ich noch Kapern. Habe ich Kapern? Und so ein bisschen Senf und Tomatenwürze. Die Pommes frites, schneide ich die schon vor, alle? Nee, ich glaube, die Pommes frites lasse ich, ne? Da soll sie mir zweimal Pommes frites schneiden und dann passt das. Die mache ich dann frisch während der Schicht. Oder lass sie einfach Pommes frites machen. Das könnte ich auch tun. Also auf jeden Fall Eier trennen, Zwiebeln in Würfel schneiden, Hackfleisch dingsen. Chef. So, was machen wir mit dir? Du könntest putzen oder Häppchen machen. So, jetzt muss ich hier Hackfleisch dort. Oh, das, lass mich raten. Ich kann das nicht so stapeln, oder? Es nicht so stapeln. Okay, dann brauche ich jetzt einen Ablageplatz hier. So, ich muss Zwiebeln schneiden. Und zwar in Würfel. Zwiebelwürfel. Kann ich anfangen? Danke. Zum Glück ist das nicht aufwendig alles. So, dann muss ich hier drüben ein bisschen Eier trennen.
Geil, was mache ich denn mit dem Eiweiß? Moment, ich brauche eine Oberfläche. So, wir stapeln das nämlich einfach mal hier. So, Eigelb und Eiweiß lassen sich beide stapeln. Das ist schon mal gute Nachrichten. Das Geräusch einfach immer. So, den ganzen Scheiß jetzt hier vorzubereiten, der dauert echt ewig. Und dann habe ich immer noch nicht genug Platz im Inventar. Also ich muss irgendwie die Eiweiße oder sowas vielleicht auch nochmal in den Kühlschrank schmeißen. Oder passt das? Mal gucken. Ich befürchte, es passt gerade so nicht. Also wenn ich das jetzt nämlich hier hinschmeiße, brauche ich nochmal zwei zusätzliche Slots. Ich habe aber nur noch einen. So, dann die Eiweiße bringe ich erstmal hier unter. Ich hole die später ab. So, ja, Schicht kann beginnen, theoretisch, aber ich habe natürlich noch nichts vorbereitet. Deswegen kann die Schicht natürlich noch lange nicht starten. So, ich brauche hier ein bisschen Würze. Und zwar Senf und Tomatenwürzung. Ja, und das alles mische ich jetzt einfach nur, stimmt es? Ja, ich glaube, ich habe alles. Oh, perfekt, okay, wunderbar. Dann schmeißen wir alles drauf. Ei kommt oben drauf. Cool. Achso, ich brauche noch ein Hackfleisch. Das habe ich natürlich hier hingelegt. Viel Tomatenwürzung. Ja, das zu würzen dauert hier halt auch. Dafür geht der Rest wunderbar schnell so. Jetzt brauchen wir hier noch mal ein bisschen Hackfleisch. So, einmal zum Kühlschrank rein. Ich hoffe, da habe ich noch Platz irgendwo hier beim... Eiweiß habe ich noch ein bisschen Platz. Hier habe ich auch noch ein bisschen Platz.
Und da muss ich echt mal das ganze überflüssige Zeug irgendwo deponieren, damit ich hier die Ablagefläche frei habe. Da muss ich gleich mal gucken, was ich darauf deponiert habe. So, das Großartige ist jetzt, ich werde genug Platz im Inventar haben, denn für jedes Mal Hackfleisch, das ich hier rausballer, kriege ich ja dann einen Teller rein. Ich wünschte wirklich, meine Köche hier, die könnten einfach schon viel mehr und würden das Essen nicht immer so versauen. Leute, es dauert einfach nur unnötig lange hier immer. Da müsste es echt eine Funktion geben, ne, wo ich einfach sagen kann, hier, hau 3 rein. Das wird dann schon passen. Und dann macht er halt nur einmal die Löffelbewegung oder macht die schneller hintereinander oder irgendwas. Immer auf diese Animation hier zu warten. Das finde ich ein bisschen unnötig. Gerade hier so bei der Caprese und so, ne, alles was man so ein bisschen stapelt. Da dauert es immer unheimlich lange. Ah, okay, gut. Mehr habe ich nicht. Also jetzt habe ich 4 davon irgendwie im Inventar und habe absolut keinen Plan, wo ich die hinstelle. So, nächstes Gericht. Ich schaue mal gerade, was habe ich hier drüben hin abgelegt. Weinmöhren, das sieht aus wie Bœuf Bourguignon. Ja, dann lösen wir das mal, weil das ist jetzt fertig, ne? Das kommt im Kühlschrank, das wird dann nachher einfach mit Pommes frites zusammen serviert. So, worum geht es denn hier? Ich muss Knoblauch, Zwiebeln, Möhren schneiden und dann kommen 3 am Ende raus. Und die Bœuf Bourguignon, ist das unser Tagesgericht? Das Carpaccio ist unser Tagesgericht. Okay, also brauche ich davon auch so 3, sage ich mal, Portionen. Ne? Also 3 Zwiebeln, 3 Knoblauch, 3 Möhren, 3-mal Schinken und 3-mal Rinderragout. Und 3-mal Rotwein. Knoblauch hacken, Zwiebeln schneiden, Karottenscheiben, Speckwürfel. Okay, cool. So, Rinderragout. Nehmen wir 3-mal raus. Ja, das restliche Rinderragout brauche ich dann auch nicht mehr. So, dann brauche ich hier 3-mal Wein. 3-mal Karotten, 3-mal Knoblauch. Ich mache hier drüben weiter. So, 3-mal Knoblauch und Zwiebeln. So, das muss alles geschnitten werden. Achso, wo ist denn mein Schinken hingewandert? Schinken hier drüben. So, den müssen wir auch noch irgendwie dingsen. So, Karottenscheiben.
So, genau. Die Zwiebel einfach so in Scheiben oder was auch immer schneiden. Eine Zwiebel bleibt ja keine Scheiben. So, Knoblauch hacken. So, lecker Speckwürfelchen. Damit die schönen Vitamine aus dem Gemüse rauskommen. So, und das Ganze wird jetzt irgendwie, vermute ich mal, in den Topf geschmissen, ne? Okay, in Phase 2 kommt dann das Gemüse rein, wird abgedeckt. Ich brauche Thymian, Rosmarin und Salz. Es darf nicht zu heiß werden. Okay, 3 große Töpfe brauche ich dafür. Und dann kommt das Ganze auf die Warmhalteplatte. Also Gemüse in Phase 2 abdecken, vorher Wein rein. Thymian, Rosmarin, Salz. Okay. So, Salz. Kann ich hier das wieder rausschmeißen? Thymian und Rosmarin. So, wir fangen an, würzen das Ganze, viel Thymian, viel Salz. Perfekt, alles klar, Wein rein. Viel Salz. Ein bisschen Rosmarin. Wein rein. Viel Rosmarin und ein bisschen Thymian. So, hier kommt auch Wein rein. So, dann wird hier gerührt. Auch gerührt. Hier rühren wir auch mal um. Das ist noch viel zu früh hier zu rühren. So, hier rühren wir gleich noch mal. Jetzt wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Genau zwischen den Phasen. So, Deckel drauf. Dann machen wir hier das ganz genauso. Und hier auch. So, und dann haben wir dreimal hoffentlich, also 9 Portionen. Hoffentlich sehr gutes Bœuf Bourguignon. Und haben endlich unsere Einpackstation wieder zur Verfügung. So, wir gucken mal. Okay, mit dem Rühren, das sollte alles glatt gehen. Ich muss das Zeug halt nur dort hinaufschmeißen.
Und dann kann ich hier meinen Kühlschrank schon ein bisschen aufräumen. Ja, wir haben noch richtig viel zu tun. So, fertig werden hier. So, aber dann dürfte auf jeden Fall Adele heute nach der Schicht fertig werden. Ja, mit ihren Aufgaben. Ja, wir müssen hier nur einmal von jedem Gericht servieren. Genug geschnippelt hat sie auf jeden Fall. Meine ich jedenfalls. Oh, ich hoffe, ich habe sie alles genug schneiden lassen. Das wäre halt wichtig. Soll ich das mal nachgucken, ob sie genug geschnitten hat? So, wir räumen das hier mal ein bisschen auf. So, das können wir lösen. Das haben wir fertig. Und dann brauche ich nämlich noch das Carpaccio. Dünne Streifen schneiden, das ist ein bisschen Arbeit. Und das Ganze mit Olivenöl dann. Okay, aber den Rest kann ich hier definitiv schon einpacken. So, und dann gucke ich mal, ob die gute Adele hier schon das aktualisiert hat. Ja, genau. Ich muss es nur noch einmal servieren alles, dann passt das für sie. So, den Scheiß packen wir mal ein, ne, damit er einfach nicht im Weg rumliegt. Und dann kümmern wir uns um die Carpaccios. Dann machen wir noch einen lecker Fisch. Ich hoffe, der funktioniert diesmal. Da können wir auch testen, ob der in den Kühlschrank kann. Das wäre nämlich super, wenn das funktionieren würde. Dann können wir den nämlich auch auf die Karte nehmen morgen. So, ich brauche hier das ganze Zeug, ne? Ich brauche Zitronen, Zwiebeln. Ja, wo ist mein Käse? Ja. Das magere Fleisch ist im Kühlschrank. Das brauche ich alles für den Fisch hier drüben. Das brauche ich für das andere. Okay, alles klar. So genau, das Fleisch muss ich noch schneiden. Hier, wir machen erstmal mit dem Käse weiter. Achso, und nebenbei, nebenbei machen wir natürlich Zitronen. Ja, was brauche ich denn an Gewürzen eigentlich? Weiß man das? Ach so, Olivenöl brauche ich nur. Mehr brauche ich gar nicht. Cool. Ah, komm schon.
Weiß ich nicht, Zwiebel zu wenig? Hm. Da muss ich mal gucken, ob sich irgendwo noch eine Zwiebel versteckt hat, die ich da nachher benutzen kann. Nee, aber scheinbar habe ich einfach nur eine Zwiebel zu wenig. Okay, gut, dann habe ich halt eine Zwiebel zu wenig. Ja, ich habe nur 7 Zwiebeln tatsächlich. Da mache ich halt wirklich nur 7 davon. Ist auch okay. So, ich hole mir schon mal ein leckeres Olivenöl hier drüben raus. So, das kann weg. So, das haben wir alles. Dann brauche ich Fleisch. Das muss ich in dünne Scheiben schneiden. Genau, dünn, passt. Na komm schon. Ja, man muss halt echt beide Knöpfe loslassen und dann noch einmal drücken, und zwar wenn der Balken da oben sich verlängert hat, vorher nicht. Ah, okay, und für die habe ich ja natürlich keinen Platz im Inventar. Alles klar. Da kommen doch auch 3 raus immer. Ja, dann brauche ich auch gar nicht so viel machen. Dann habe ich ja viel zu viel hier. Dann kann ich davon auch eine Menge wieder einpacken. Hoffe ich. Von den Zwiebeln lasse ich mal vielleicht noch ein bisschen was da. Naja, das muss jetzt abkühlen. So, und das gibt dann 3 Portionen. Okay. Ja, dann mache ich davon einfach noch eine Portion mehr oder so. Muss mal gucken, wie viel Platz sie dann tatsächlich im Kühlschrank wegnehmen. Kann ich die schon so im Kühlschrank tun oder geht das noch nicht? Ah doch, das geht. Na, ich glaube, davon passen auch nur 2 rein. Aber ist ja okay, dann stelle ich da drüben noch 2 rein. Und dann passt das. Wenn ich schon mal hier bin. Und noch Platz im Inventar habe. Du.
So, in den Kühlschrank mit dir. Achso, ich brauche hier drüben noch so eine Schale. Wie heißen die eigentlich? Marinadeschale. Ja, das ergibt schon Sinn. So muss das, ne? Einmal Gewürz rein und dann ist schon perfekt. So, das kann jetzt alles abkühlen. Und dann wird das nachher echt nur rausgeholt und serviert. Okay, also ich würde sagen, das ist auch relativ unaufwendig. Muss ich für die Bœuf Bourguignon eigentlich noch irgendwas beim Servieren beachten? Nee, die wird auch einfach nur rausgeholt. Für die Tartar gibt es halt noch Pommes frites dazu. Die muss dann halt noch irgendjemand machen. Ich habe schon eine Ahnung, wer das sein wird. So, und dann kümmern wir uns mal um die gebackene Dorade. Da schneiden wir einfach wieder alles, ne, machen die Dorade fertig, stapeln das in Form. Und dann wird das gebacken. Jo, ich hoffe, ich habe alles. Aber es sieht nicht schlecht aus, so. Na, ich muss erstmal mein Inventar irgendwie ein bisschen leeren. So, den Zitronensaft brauche ich, denke ich, nicht mehr. Den Käse kann ich wegschmeißen. Oder brauche ich hierfür noch einen... Warte mal, mache ich mir hier einen Zitronensaft bei dem Rezept? Ne, ich schneide die in Scheiben. Eine Zwiebel spielt auch nicht mit. Hier spielt auch keine Zwiebel mit bei dem Rezept. Ich lege mal die Zwiebeln einfach dahin. Das packe ich später ein. So, was brauche ich denn jetzt? Achso, die Dorade kann ich so nicht mitnehmen. So, das hier sind die Dinge, die geschnitten werden wollen. Moment. Hier ist der Hackblock jetzt. So, das mit der Dorade geht halt super schnell. So, ich brauche erstmal die Scheiben. So, dann brauche ich eine Form. Was brauche ich denn für Gewürze eigentlich? Weiß man das schon? Stimmt, weiß man das. Ich weiß wieder nicht. Werden Gewürze hier irgendwo mit aufgelistet? Ich befürchte beinahe nicht. Salz und Balsamico-Essig brauche ich dafür. Okay, hier kommt erstmal nur Salz ran. Zusammen mit Olivenöl aber. Ja, dann machen wir erstmal das. So ein bisschen Salz, ein bisschen Balsamico-Essig, nam nam nam. So, und diesmal habe ich auch alles. Also Fisch rein, würzen mit Salz. Da fehlt noch eine Menge Salz. Okay, perfekt.
Okay, das kommt jetzt so in den Ofen. Er muss dann halt ab und zu mal begossen werden. Ich lasse das erstmal für einen Moment da. Dann gucken wir mal den Rest an. Dazu brauche ich nämlich den Spargel. Okay, die restlichen Zutaten einfach. Und achso, die Orangenteile brauche ich nachher zum Dingsen. So, und dann brate ich mir hier nämlich, was brate ich mir denn eigentlich? Achso, einen glasierten weißen Spargel brate ich mir. Der wird einfach nur mit Balsamico erst den Spargel rein, am Schluss wird das Ganze nochmal angedickt in der Pfanne. Okay, machbar. So, die Orange schneide ich gleich. Dann habe ich damit nachher kein Problem. Tada! So, Pfanne. Dann gucken wir mal, wie schlimm das wird. Also Butter rein. Anfangen. Würzen mit Balsamico. Okay, das war's schon. So, dann kommt jetzt hier der Spargel rein. Okay, das geht super schnell. Das finde ich gut. Ich rühre zwischendurch mal um. Nicht, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Und dann wird das Ganze gleich einfach nur noch ein bisschen angedickt, denke ich mal, ne? Oder so ein, ja, ich weiß auch gar nicht, mit Mehl und Wasser. Es ist einfach da, damit er knusprig wird. So, jetzt muss hier gerührt werden. So, den schmeißen wir mal kurz auf die Warmhalteplatte, kümmern uns um den Fisch. Und dann wäre das halt zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich sagen würde, das müssten eigentlich meine Hilfsköche erledigen können. Können sie dann wahrscheinlich nicht, aber... So, du wirst, glaube ich, auf T3 gestellt, ne, Fisch. Das heißt, denke ich mal. Genau, T3 und begießen. So, ich habe das noch nicht... Also ich glaube, man kann es erst machen, wenn sich diese weiße Uhr da quasi aufgeladen hat. Nochmal muss es halt machen, bevor der rote Balken ganz nach oben gelaufen ist. Sonst ist es, glaube ich, zu spät. Also man muss schon recht häufig machen. Okay, aber der Garvorgang wird zwischendurch nicht unterbrochen. Das ist ja schon mal ganz gut. Also, und dann steckt man nachher ein Messer rein. Und guckt mal, was dabei rauskommt. Also so in der Vorbereitung muss ich sagen, da ist das Spiel halt richtig gemütlich. Da kann man halt einfach so ein bisschen vor sich hinkochen. Aber nachher, wenn die Schicht losgeht... Absolut kein Spaß mehr, das Ganze. Also kommt immer drauf an, wie gut man tatsächlich vorbereitet hat, ne? Ob man sich hier die Zeit nimmt oder ob man sagt, boah, habe ich keine Geduld für, lasse ich einfach. Der muss ja wirklich ständig begossen werden irgendwie. Ich würde es auch cool finden,
wenn man seinen Chefköchen sagen könnte, hier im Kühlschrank habe ich schon mal vorbereitet das Zeug. Ich wollte auch gucken, ob ich den in den Kühlschrank schmeißen kann oder nicht. Verdammt. Das habe ich dann wohl vergurkt. So, wir stecken mal ein Messer rein. Okay, wir sehen, also es muss hier bis ganz zum Schluss. Dann würde ich das aber nochmal begießen wollen. So, und ich glaube, ne, man muss dann auf jeden Fall nochmal das Messer reinstecken, damit man diesen Bonus für komplett gegart bekommt, weil ansonsten sagt das Spiel da irgendwie ein Fragezeichen oder sowas. So, sind wir schon da? Oh ja, wir sind da. Perfekt. So, perfekt gegart. So, das tue ich jetzt da hin. Dann habe ich das Zeug halt viermal. Würde das dann hier ähnlich wie Hackfleischbällchen. Einfach einmal hinstellen. Auf die Warmhalteplatten. Oh, das sieht gut aus. Ich brauche echt neue Teller, ne? Weil ich habe hier nur runde Teller und ein länglicher Fisch auf einem runden Teller. Ja, wie soll ich sagen, immer ein bisschen kompliziert. So, wie soll er denn aussehen? Machen wir da einen ganzen Fisch hin. So ein Fisch mit Schwanz und lecker Haut. Ja, so ein ganzer Fisch muss jetzt nicht sein, ne? Aber vielleicht so hier. Wir schmeißen ihn da einfach so mitten drauf. So, dann brauchen wir noch so ein bisschen Fenchel. Der sollte auch lecker aussehen, finde ich. So, der könnte sich hier so reinschmiegen, so ein bisschen einfach. Brauche ich davon noch eins? Ich brauche noch ein bisschen mehr Fenchel. Schmeißen wir außenrum noch so ein bisschen Fenchel hin einfach. So, dann passt das. So, Orangen. Ja, so geschält ist schon mal nicht schlecht. Oder nur so ein bisschen Orangenschale. Kriege ich hier irgendwie ansehnlich auf dem Fisch verteilt. Nee, muss reichen. So. Oh. Oh, okay, interessante Idee. Da fahre ich nur leider gar keinen Platz mehr. What? Wirklich? Ich kann hier so eine Oh. Ja, der Teller ist zu klein dafür, würde ich denken, ne? Ich probiere es mal. Legen hier einfach so drei Spargel übereinander. Ein bisschen Zitronenzesten könnten wir einfach hinlegen, aber ich habe tatsächlich Bock auf diese Zitrone. Ja, okay. Ja, so. Ein bisschen Öl hier drunter einfach so. Oder so unter den kriegen wir das irgendwie cool hin? Wir könnten hier so ein paar Tupfen hinmachen, aber ja, das war ein bisschen wenig an der Stelle, glaube ich. Ne, man sieht's nicht. Das ist zu wenig. Ah, okay. Nee, ich glaube, da ist schon genug Deko drauf.
Ich würde die Zitrone halt gerne irgendwie ein bisschen anders balancieren, aber ja, was soll ich machen? So, vorher so, auch richtig lecker. Und jetzt halt so. So, soll ich hier eigentlich irgendwelchen Quatsch servieren? Nee. Okay, da haben wir Dorade schon mal fertig. So, und dann kümmern wir uns jetzt noch um irgendein Fleisch, ne? So, Kühlschrank ist aufgeräumt, Kühlschrank ist aufgeräumt. Da hätten noch locker zwei Kartoffeln reingepasst. Ich wollte es nur mal anmerken. Hier, das Rindfleisch mit Kartoffeln. Wir brauchen eine Rinderbouillon. Ah, okay, mit Markknochen. Das bleibt die ganze Zeit zugedeckt. Okay, gut. Dann brauchen wir Kartoffelwürfel, machen daraus Bratkartoffeln einfach mit Salz und Pfeffer würzen. Zu geringe Hitze vermeiden, okay, gut. Champignons schneiden. Ach, und jetzt kommt damit. Oh, okay, gut. Ja, dann fangen wir mal mit den Bratkartoffeln und der Bouillon an. So, ich brauche Salz und Pfeffer. Ich hätte mir das Ganze natürlich auch irgendwie so, davon hätte ich gerne ein bisschen, davon hätte ich gerne ein bisschen und ein paar Markknochen. So, der kommt da rein. Deckel kommt drauf. Also, dann muss ich hier Kartoffelwürfel schneiden. Ja, da war es schon. Ich nehme einfach diese Pfanne. Haben wir auf jeden Fall die Option, dieses Fleischgericht einmal zuzubereiten. So, Hitze hoch, würzen, Salz, Pfeffer natürlich. So. Da müssen die ein bisschen gewendet werden, einfach nur. Nochmal. So, da haben wir schon mal Kartoffeln. Hier, das ist auch gleich fertig. So, was mache ich dann als nächstes? Achso, die Champignons schneiden und dann hole ich mir die restlichen Zutaten. Mach die Milch am Ende rein und deckt das Ganze dann ab. In der Kasserole, okay. Hier alles gut, ja. Ja, wo sind die Zutaten? Hier. So, und das Fleisch muss ich dann irgendwie auch noch anbraten. Oder richtig braten oder irgendwas. Ja, fürs Fleisch sind ja dann gar keine Zutaten mehr übrig. Also da, das kann ja dann einfach nur noch gebraten werden, ne? Achso, aber mit einer heißen Pfanne anfangen, okay, gut.
So, dann schauen wir mal, ob ich das hier hinbekomme. So ein bisschen davon. Achso, in Phase 1 erst, ne? Ja. Na gut. So, hier die Pfanne ist heiß. Wir würzen das Ganze ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Ja, dann ballern wir die Hitze hoch. Wir können es auch schon wenden. So, da drüben muss gleich die Milch rein. Achso, okay. Das hat auch verschiedene Garstufen natürlich. So, Milch rein, Deckel drauf. Alles cool, ja. Ich habe die Bouillon natürlich ein bisschen früh reingeschmissen. Da kann passieren. So, und dann habe ich diese Dinge und serviere das dann einfach alles zusammen. Okay, hört sich easy an. So, dann räumen wir noch die Küche auf und dann ist die Vorbereitung endlich fertig. Und ich beherrsche dann einige neue Gerichte. Zwei. Da müssen wir halt mit dem Fisch gucken, ne, wie das funktioniert. Ob man den dann wirklich in den Kühlschrank schmeißen kann, das habe ich jetzt halt nicht ausprobiert. So, ich nehme das mal an mich. Ah, okay. Das ist jetzt nur B geworden, ne, weil ich die Zutaten zur falschen Zeit reingeschmissen habe. Oha, mit unterschiedlich großen Tropfen hier auf der Seite. Gib mal nicht so an. So, wie soll es denn aussehen? Ah ja, so ein bisschen geschnitten finde ich gar nicht so verkehrt. Nee. Dafür kann es auch so im Ganzen einfach draufballern, ne? Also ich finde für dieses Geschnittene hätte ich halt super gerne einen länglicheren Teller einfach. Ja, also so ein langer, eckiger Teller wäre da gar nicht so schlecht. So, schmeißen das einfach da drauf. So, dann gibt es hier Bratkartoffeln. Wir haben ja gesehen, es gibt so Bratkartoffelwürfel auf jeden Fall. Gibt es noch so ein paar extra Würfel auf jeden Fall. Stapelt sich jetzt so ein bisschen. Ja, was haben wir hier? Lustige Soße. Okay. Dann machen wir hier einfach so ein Klecks drauf irgendwo. So, das sieht gut aus. Mehr oder weniger. So, ein bisschen weiter dahin. Ja. Passt. So, Pilze müssen natürlich auch drauf. Was ist denn das? Okay, fancy. Ja, aber da davon einfach hier, guck mal. Schmeißen hier. Nee. Zwei so eine Bobbeln dahin. Ah, die kriege ich nicht vernünftig zum Liegen. Ja, muss reichen. So, da haben wir doch hier alles. Sieht das gut aus? Das sieht schon ganz schön lecker aus.
mache immer die, die Soße so unliebevoll. Lieblos. Lieblos ist das Wort. Schmeiß ich immer da so hin, ne? Côte de Bœuf, Waldpilzsoße und gedünstete Kartoffeln. Gut. Dann haben wir das auch. Dann können wir jetzt hier alles einpacken. Boah, dann war es wieder die längste Vorbereitung der Welt hier. Da müsste ich mal gucken, ne? Da kann man wahrscheinlich die Soße auf den Warmhalter stellen. Bei den Kartoffeln, naja, muss man halt so ein bisschen improvisieren dann. Also die muss man da draufstellen, obwohl es eigentlich nicht so vorgesehen ist. So, habe ich alles erwischt? Ich denke mal. So, da haben wir da unsere Carpaccios, die Tartar, hier drüben die Bœuf Bourguignon. Aber echt heute nur Fleisch auf der Karte, ne? Ja, wir hatten ja auch Erdwoche dafür. So, und da müssen wir mal schauen, ob Kasim jetzt eigentlich happy ist, weil wir den Fisch abgegradet haben. Und dann brauchen wir halt ganz viele Pommes frites. Von Adele. Ich hoffe, die kann Pommes frites. Wenn die keine Pommes frites kann, dann raste ich aus. Und dann haben wir vor allen Dingen auch eine super gechillte Schicht. Weil wir müssen nichts würzen, wir müssen so einfach nichts mehr zubereiten. Achso, die müssen wir dann nochmal mit seiner Hilfe zubereiten. Okay, das ist dann wohl morgen der Fall. Ja, wir sind bereit für die Schicht. Ja, ist schon nach Mitternacht? Naja, irgendwas immer. So, Kasim, der sagt okay einfach. Der ist ja super happy heute. Okay. Dann let's go. Give me a challenge, Chef, or just anything, really. Ja, du bekommst. Du darfst mir nämlich jetzt einfach richtig viele Pommes frites machen. Understood, Chef. Und wenn die scheiße sind, okay, Chef. Dann finde ich das nicht gut. Ja Leute, Vierertisch gleich, ist kein Problem, ich bin vorbereitet auf alles. Ne, außer auf Pommes frites. Ah, sie hatte so eine Mini-Fritteuse. Das ist ja abgefahren. Warum habe ich eigentlich in so eine riesen Fritteuse investiert, wenn wir hier alles so in Mini-Form haben und so? Haben wir eigentlich Häppchen? Ja, eins. Naja. So, komm schon, sag an. Was gibt's? Ja, das ist zweimal Carpaccio. Nehme ich hier mal raus. So, einmal eine Bœuf Bourguignon. So, das kann ich ja schon mal servieren, ne? Da drüben werden noch fleißig Pommes frites gemacht. Oh, sieht die gut aus. So, die Carpaccio ist im Moment noch mit X markiert. Also die hat gar keine Qualität bekommen irgendwie. Aber ja, guck sie an. Hier A+.
Achso, und das Gute ist, ne, für Pommes frites brauchen wir nicht mal irgendein Geschirr. So, wie gut sind die denn? Die haben gar keine Qualität. Dann machen wir mal noch mehr davon. Yes, Chef. Hau alles voll mit Pommes frites. So, und ich hole hier nämlich mal so ein Tartar raus. Da. Also Pommes frites können die einfach nicht verkacken, scheinbar. Hoffe ich. Ja. Also wir können die auf jeden Fall Pommes frites machen lassen. Das haben wir jetzt schon mal festgestellt. So, dann tue ich dich hier direkt in den Kühlschrank rein. Du nimmst gar nicht so viel Platz weg. Pass mal auf, dann stelle ich hier noch mehr rein. Kasim kann dann schon mal abwaschen. Die Marinadeschalen, Marinierschalen. Ich glaube Marinadeschalen, oder? Kasim, wasch mal ab. Ach, das wird die entspannteste Schicht ever. Ich meine, ich habe nur über eine Stunde für die Vorbereitung gebraucht, aber ansonsten die Schicht heute, ach, sie ist da einzeln. Ich hoffe, euch hat es geschmeckt. Wenn nicht, empfehlt mich trotzdem weiter oder so. Da drüben sind einfach unnötig viele Pommes frites. Wie viele machst du noch davon? Achso. Einen noch? Ja, pass mal auf, da kannst du noch zwei mehr machen. Yes, Chef. Okay, Chef. Da haben wir da alles voller dampfender Pommes frites zu stehen. Siehst du, jetzt brauche ich nämlich schon wieder welche. Gechillteste Schicht ever. Also wirklich. Wenn ich die Gerichte halt alle so vorbereiten kann, ne, und dann müssen meine Hilfsköche nur irgendwelche Pommes frites machen. Well done, Chef. That looks great. Understood, Chef. Damit komme ich, glaube ich, klar. So, und sie bekommt jetzt hier Unmengen von Erfahrung. Einfach nur, indem sie richtig viele Pommes frites frittiert. Jo, hey, kommt rein. Was darf's denn sein? Habt ihr euch schon entschieden, von unserer wirklich reichhaltigen Karte irgendwas ausgesucht? Stehen gigantische drei Gerichte drauf. Er bestellt, was ihr wollt. Wir haben alles. Und das meiste davon ist kalt. Also habe ich gar keinen Stress beim Servieren. Mega. Ja. Dreimal Carpaccio. Wahrscheinlich eher nicht. Here's an order for the table that just arrived. Ja, ich mache erstmal einen Topf leer. Ja, das Coole ist halt, ne, die Carpaccio ist halt einfach kalt, also ich kann so viel davon, wie ich möchte, in mein Inventar schmeißen und da lassen, theoretisch. Also brauche ich jetzt auch nicht, aber ich könnte. Weil die halt nicht kalt wird, während ich hier irgendwas anderes anrichte. Well done, Chef. Nice work. Sieht die lecker aus. Und schon können wir die Carpaccio hier verbessern. That looks delicious, Chef. Na, ich würde mir schon Gedanken machen, wenn mein Essen tatsächlich so irgendwie funkeln würde. Noch zwei. Oh. Die sehen so aus, als wenn die ein romantisches Hochzeitstag
Dinner zu sich nehmen wollen würden, wollte ich hier so einen gemütlichen Vierertisch. Wollt ihr echt zu zweit an den riesigen Sechsertisch? Ey, macht wie ihr wollt, aber ist ja unnötig. Also auch unnötig ungemütlich. Aber die haben sich schnell entschieden. Haben nicht lange gebraucht, um die Karte in ihrer Vollständigkeit zu erfassen. Kommt bald wieder. Ich hoffe, euch hat's geschmeckt. Empfehlt uns euren Freunden, Freundinnen auf Social Media, im echten Leben. Habe ich da zweimal dasselbe Regal hingetackert? Warum eigentlich? Irgendwie, ich habe so einen leisen Verdacht, dass ich zu viele Pommes frites habe machen lassen. Ich meine, übt sie alles, von daher passt das schon. Und das Essen wird ja auch nicht schlecht, ne? Das wird ja gespendet dann. That looks delicious, Chef. Nach einmal Carpaccio steht sogar noch da. 5 Tatars noch. Wir haben noch 6-mal Bœuf Bourguignon und 9-mal Pommes frites. Ich würde sie auch noch mehr machen lassen, aber mehr Platz ist einfach nicht. Oha. Da kommen die Bros. Die sehen halt, warum seid ihr identisch? So, Vierertisch, heute gar keine Herausforderung. Normalerweise würde ich jetzt schon weinend am Boden liegen, versuchen hier irgendwie noch eine Portion Hackbällchen zu braten, während ich irgendwie den Toast nicht anbrennen lasse oder sowas. Aber heute alles komplett entspannt. So, die Frage ist, ist das schon der letzte Tisch für heute? Oha, ich brauche 2-mal Pommes frites. Okay. Kümmern wir uns erstmal um diese Dinge hier. Carpaccio machen wir auch. Nice plating, Chef. Makes you want to eat it. So, dann brauche ich hier lecker Tatar. Die leckersten Pommes suche ich hier aus für meine Lieblingsgäste. Dieses Ei da oben drauf, einfach herrlich. Ja, komm, raus damit. So. Nehme ich hier noch einmal Pommes frites mit. Du kannst noch mal 2-mal Pommes frites machen, einfach. That looks delicious, Chef. Ja, ich serviere natürlich gar keine Ketchup, Mayonnaise irgendwie dazu, ne? Und das Ei schwebt da einfach oben drüber. Herrlich. So, war das der letzte Tisch? Nee, da kommt noch jemand. Der Herr Restaurantkritiker. Ja, nicht mit den Hosen, ne? Das ist wahrscheinlich einfach einer von den Seglern, die hier geblieben sind. Vielleicht wurde er auch zurückgelassen von seinen Freunden. Haben wir da noch Platz? Nee.
Anyone need a hand? Megasynchron, Alter. Das ist doch irgendeine Band. Also so, weiß schon, ich hätte Boygroup gesagt, aber da war halt auch ein Mädel dabei. Von daher das wahrscheinlich nicht, aber... So, letzte Gericht des Tages hier, ding, 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 dann Sperrstunde. Letzte Runde, was wird's? Eine Bœuf Bourguignon, sehr gute Wahl. So, hinfort damit. Nice plating, Chef. Makes you wanna eat it. Boah, Alter, wie er das Tablett hält. Das schwebt aber auch. Neue Ehrung. Ach, das war es jetzt wirklich der Restaurantkritiker hier? Guck mal hier. Erstklasse Geschichte. Alle waren super zufrieden. Obwohl das jetzt eine Restaurantküche war. Was wollte ich sagen? Gab es hier ordentlich Gewinn in der Schicht? Mega. Bin ich jetzt Stufe 20? Ich glaube schon, ne? Guck mal hier. Wir gucken uns das mal an. Ausgezeichnet zubereitet alles. Mehr schreiben die dazu nicht. Na gut. Ja, was soll's? Ich bin zufrieden. So, du willst mit mir reden? Erzähl mal. Danke, dass ich Ihnen bei den Fleischgerichten helfen durfte, Chef. Die sind wahnsinnig saftig geworden, ja. Besonders die Tatar mit dem Ei obendrauf. Das hat mich wirklich weitergebracht und ich bin sicher, dass ich meine Fähigkeiten verbessert habe. Wenn nicht, dann... Ich wollte ein wenig mit einem alten Rezeptbuch üben, aber einige der Anweisungen, da gab es ein paar Kochbegriffe, die ich noch nie gehört habe. Ich habe schon einige Steaks gegrillt und ich kann bestimmt auch Fleisch kochen. Ich brauche nur etwas mehr Übung. Jetzt, da ich nochmal die Grundlagen verinnerlicht habe, muss ich mich an komplexere Rezepte heranwagen. Ich würde gern verschiedene Arten ausprobieren, Fleisch zuzubereiten, Chef. Sie werden es auch ganz sicher nicht bereuen. Ich habe das Gefühl, doch. So, wir packen hier erstmal alles ein. Irgendwie hier hatte ich ja gesagt, ne, gibt nichts. Nee, okay. Dann können wir wirklich alles einpacken, wegtun. 9 Portionen Pommes frites zum Beispiel. Aber ich hoffe, Adele ist jetzt auch auf einer vernünftigen Stufe. Und dann darf uns morgen Kasim zur Hand gehen irgendwie. Da müssen wir mal schauen. Ich hoffe, er verkackt es nicht. Das wäre traurig. Denn wir sollen ja wirklich nur dieses Fischgericht einmal mit seiner Hilfe zubereitet servieren. Mehr sollen wir echt gar nicht machen. Also das stellen wir einfach hier im Ganzen so drauf. Dann nimmt es mehr Platz weg. Aber es geht jetzt schneller. Ja, so nimmt das 4 Plätze weg. Wenn ich es auspacken würde, würde es halt nur 3 Plätze wegnehmen. Aber... Meh. So, weg damit. Das kann Kasim abwaschen, bevor er nach Hause geht. Ja, dann ist wieder ordentlich was übrig geblieben, auf jeden Fall. Aber es war tatsächlich mal ein bisschen entspannender. So, Essen eingepackt. Wir fragen mal unseren Computer, was so, und hier die Pinnwand. Ja, genau. Was hier als nächstes passieren sollte. Also Kasim, ne, die Dorade, die wir heute geübt haben, dann zubereiten.
treffen IRL. Achso, eine Bistronomie-Küchenkarte mit Schwerpunkt deftig. Oh, da müssen wir mal gucken. Traditionell haben wir immer noch nicht genug. Adele möchte ihr zeigen, dass sie dank ihrer Kocherfahrung einige ganz besondere Gerichte kreieren kann. Lass sie folgendes zubereiten. Kalbs Schweinehackbällchen darfst du machen. Aufgeschnittener Pancetta. Wahrscheinlich so ein Schinken, ne? Irgendwie. Und mariniertes Rinderragout. Hilfe? Also, Hygiene ist super. Das ist schon mal hervorragend. So, Stufe 20 tatsächlich geworden. Kontostand ist, ausreichend irgendwie. Die sind beide mehr oder minder zufrieden. Und beide Stufe 14. Okay, Kasim wird morgen seinen Stufenaufstieg dann bekommen irgendwie. Aber guck mal, da drüben. Du musst mehr Erfahrung sammeln, um dein Team zu vergrößern. Ja, Stufe 20 reicht nicht. Mit Camila kommen wir, glaube ich, ganz gut zurecht. Ne? Mit Hippolyte. Mal gucken. Ach, haben wir nicht irgendeine neue Auszeichnung bekommen? Stand da nicht neue Auszeichnung? Erstelle eine Feinschmeckerkarte. Ja gut, okay. Ja, das Verwöhnprogramm werden wir dann demnächst machen auf jeden Fall. Kartenschwerpunkt deftig, 3 Schichten auch. Oh. Ja, wir gucken mal auf die Karte. Also die Fleischgerichte hier wären deftig. Auf jeden Fall. So, das könnten wir alles aufwerten. Alles, was wir heute serviert haben, können wir direkt aufwerten zur Bistronomie-Küche. Aber ansonsten deftig wird halt echt schwierig, ne? Hier Hackbällchen, die Dorade ist halt eher ein Feinschmeckergericht. Ja, da kommen wir wahrscheinlich mit den Hackbällchen nie hin. Das ist eher was Bodenständiges. Ansonsten so Feinschmeckergerichte. Da müssen wir mal schauen. Was gibt's denn morgen? Hackbällchen, Dorade. Und dann brauchen wir noch irgendwas Vegetarisches, ne? Dann gibt's einfach wieder Zwiebelsuppe. Wir können ja mal gucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich eine Feinschmeckerkarte oder sowas erstellen sollte. Achso, Feinschmeckerküche ist natürlich alles da unten. Und hier sehe ich erstmal nicht. Ach doch, da rechts oben sehe ich es. Das wäre was Deftiges. Sizilianische Parmigiana. Was Bodenständiges. Lachs mit Sauerampfer. Okay, hier hätten wir Feinschmeckergericht. Jakobsmuscheln in Beurre Blanc und Lauchfondue. Traditionelles Kartoffelgratin. Das wäre auch deftig. Ja, aber der Kram, den ich morgen, ne, hier traditionell ist das, glaube ich. Wo ist meine Zwiebelsuppe hier? Ne, das Miesmuschelkasserole. Da die Zwiebelsuppe ist auch eher deftig. Nicht deftig, sondern klassisch irgendwie. Und die Dorade ist halt echt ein Leckerbissen. Vielleicht mache ich die Dorade sogar zum Tagesgericht. Ich habe halt nur wirklich nicht ausprobiert, ob ich die in den Kühlschrank schmeißen kann. Aber die muss auf jeden Fall serviert werden morgen.
Und da muss Kasim auch irgendwas helfen. Da müssen wir dann mal schauen, inwieweit er da helfen kann. Ob er das alles einstapeln kann, ob das dann gut wird oder nicht. Ja, schauen wir. Finden wir morgen raus. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.